Servus, hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute die 389 von 365 mit einem Beitrag zum, zur aktuellen Jahreszeit. Und Anlass des Ganzen ist eine ganze Reihe von E-Mails, die mich die letzten Tage jetzt erreicht hat. Gerade nach dem Vortrag in Hamburg haben mich viele Leute angeschrieben und haben um eine Bewertung ihres bisherigen Trainings gebeten. Und ich habe jetzt wirklich einige Trainingstagebücher in den letzten Tagen wieder mal sehen können und da gibt es doch so ein paar Sachen, die mich echt irgendwie sehr stutzig werden lassen, wo ich einfach sage, Mensch, Leute, das geht doch eine ganze Ecke besser. Und was immer auffällig ist, ist, dass jetzt eigentlich im Januar oder jetzt mehr im Februar, aber jetzt im Januar und Dezember, dass da schon zum einen viel zu viel trainiert wird, also wirklich umfangsmäßig viel zu viel gemacht wird, besonders dann auch viel Lagen geschwommen wird, was meiner Meinung nach halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Viele lange Tests werden geschwommen, 3000-Meter-Tests, 2000-Meter-Tests, deren Aussagekraft man auch durchaus fragwürdig betrachten kann. Das ist eine Sache, dann kursieren natürlich jetzt moderne Konzepte wie HIIT oder Tabata-Training. Das ist ja alles schön gut, dass man versucht, über die Intensitäten durch das hochintensive Training einiges an Form aufzubauen, aber brauchen Gegenpole. Der Gegenpol heißt Grundlagenausdauer und mit entsprechender Streckenlänge, sprich jetzt im Ironman-Bereich, ist die Grundlagenausdauer umso wichtiger und muss entsprechend dann auch trainiert werden. Und da sehe ich oftmals ein großes Problem, wenn dann zwei Läufe pro Woche stattfinden und die dann auf der Bahn stattfinden und man sich da nur, ich sag's mal ganz salopp, in die Fresse gehauen wird, aber als Gegenpol kein lockeres Training stattfindet. Genauso, wenn jetzt im Januar, habe ich jetzt auch gerade heute gelesen, dann schon zweimal 20 Minuten mit 340 Watt gefahren werden. Also das ist eigentlich eine Sache, die man machen kann, wenn man jetzt im Februar in Dubai startet oder beim Ironman Australia oder sowas. Aber für diejenigen, die im Sommer, im europäischen Sommer oder auch im September fit sein möchten, ist es einfach viel zu früh. Und man läuft doch sehr stark Gefahr, dass man wirklich dann so eine Frühform hat und das gar nicht mehr steigern kann und dann am Tag X, sprich im Sommer oder auch dann im September oder wann auch immer, dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt so seine Form zeigen kann, weil man einfach schlichtweg zu früh zu stark war und es dann nicht halten kann und dann einfach kaputt ist. Und das ist eine Sache, die mir jetzt wirklich in den letzten Tagen aufgefallen ist. Dann hat mich noch eine Mail ereilt von jemandem, der in einem Trainingslager auf Fuerte gewesen ist, jetzt im Januar. Den Sinn eines Trainingslagers im Januar kann man auch hinterfragen. Klar, wenn man Resturlaub hat, hat vielleicht noch den einen oder anderen Euro übrig, dann macht das Sinn. Aber aus trainingsmethodischer Sinn, wenn man im Sommer seinen Hauptwettkampf hat, braucht man es eigentlich nicht wirklich, weil man einfach da Gefahr läuft, dass man das Trainingslager nicht ausreichend vorbereiten kann, dann den Trainingsreiz im Trainingslager vielleicht nicht richtig verkraftet bekommt. Die meisten kommen nach Hause, werden ruckzuck krank oder sind vielleicht verletzt auch, weil es einfach eine zu starke Umfangs- und Intensitätssteigerung gewesen ist im Trainingslager. Und dann ist das Wetter hier schlecht. Man kann vielleicht das, was man sich da drauf geschafft hat, in den ein, zwei Wochen gar nicht unbedingt weiterführen und das Ganze ist letztendlich eher in der Rubrik rausgeworfenes Geld zu verbuchen. Wie gesagt, wenn jetzt jemand irgendwie das Ganze mit Urlaub verbinden will und das als Aktivurlaub gestaltet, dann ist das fair enough. Aber aus trainingsmethodischer Sicht, denke ich mal, ist das nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Ja, dieserjenige hat mir, ist Mitteldistanzathlet, hat mir eine Mail geschickt. Wir sind 3 Stunden Rad gefahren und hinten drauf, Achtung festhalten, 1:40 gekoppelt. Und das im Januar. Und das ist halt einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist viel zu viel, viel zu lang. Das machen meine Athleten, Top-Athleten, selbst vorm Ironman eigentlich so gut wie gar nicht so lange zu koppeln. Und schon gar nicht, wenn sie fast keine Form haben und sprich jetzt im Januar unterwegs sind. Also das ist eigentlich auch im Bereich Bullshit zu verzeichnen. Und ich muss einfach da vielleicht mal wie der Christian Lindner von der FDP mal so eine Wutrede jetzt gerade mal lostreten, weil es einfach jetzt die letzten Tage einfach so geballt gewesen ist. Ich will auch nicht sagen, dass ich der Weisheit letzter Schluss bin und dass ich alles weiß und dass ich alles richtig mache und die anderen machen alles falsch, um Gottes Willen. Aber das sind schon einfach ein paar Sachen, die mir auffallen. Oder wenn Sportler an 3 aufeinanderfolgenden Tagen laufen, das kann man ja vielleicht noch machen, wenn man ziemlich belastungsverträglich, belastungsstabil ist, aber dann an den 3 aufeinanderfolgenden Tagen auch noch dann in jeder Einheit Intensitäten reinpackt, dann ist es eigentlich ein einfaches, dass man sagen kann, okay, derjenige wird irgendwann einfach übertrainiert sein oder wird verletzt sein. Und
Zu jedem Training, zu jedem harten Training muss man auch ein lockeres Training reinpacken und das sehe ich hier leider nicht so. Und da kann ich wirklich nur sagen, beide Pole abdecken, ruhiges Grundlagen-Ausdauertraining, aber auch natürlich ein Intervalltraining, was der Jahreszeit und dem Wettkampftempo und auch der Wettkampfstreckenlänge angepasst ist. Das ist letztendlich das, was einen nach vorne bringt und nicht einfach mit der ganz großen Keule einfach mal draufkloppen, weil man im Trainingslager vielleicht den Plajitas jetzt auf Werte gesehen hat, wie die Athleten vom Team Erdinger trainieren. Ob die alles richtig machen, weiß ich auch nicht. Aber da muss man einfach aufpassen, dass es nicht zu viel wird und sich auf keinen Fall an dem Training der Profis orientieren, denn die Profisaison ist mittlerweile fast ganzjährig im Gange. Und ja, jetzt habe ich immer meinen Frust losgelassen und kann einfach nur sagen, Leute, haltet die Bälle flach. Ihr wollt im Sommer fit sein und nicht unbedingt jetzt schon Ende Februar, Anfang März. Einfach mal durchatmen und stark sein, wenn es drauf ankommt. Ciao.